Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Farming Guide. Ich zeige dir mal, wie du ganz einfach farmen kannst, wie du AFK Silber verdienst, indem du auch ein minimalstes Aufwands Zeit brauchst, um da überhaupt irgendwas an Silber rauszuziehen. Also der Großteil der Arbeit findet AFK statt und da musst du halt nur noch einmal eine Minute investieren, alle paar Stunden und schon scheffelst du Silber ohne Ende. Wie das Ganze geht, erfährst du nach einem kurzen Intro. So, das Allerwichtigste dafür, du musst ungefähr 100 Beitragspunkte haben. Hast du weniger als 100, es würden auch 50 gehen, es würden auch 80 gehen, 20 wäre etwas weniger optimal. Allerdings, wenn du 100 Beitragspunkte dir geholt hast, ist das die beste Möglichkeit, um am Anfang erstmal ein bisschen Silber zu scheffeln. Ich habe hier schon ein paar Farmen aufgebaut, da werden wir uns auch gleich hinbegeben und dann werde ich dir das hier vor Ort zeigen. Aber wie kriege ich jetzt überhaupt diese Farm dorthin? Dazu musst du nach Heidel gehen. Und in Heide gibt es einen NPC, der heißt Flaviano. Da kannst du dir Zäune holen. Da rennen wir jetzt auch einfach mal eben schnell hoch. Ganz easy entspannt hier. Einmal um die Ecke rum. Und dann siehst du hier den alten Flaviano stehen. Mit dem kannst du reden. Da musst du einfach nur plaudern drücken. Ja, das ist da so plaudern hier. Und dann kannst du dir einen starken Zaun ausleihen. Ja, kostet 10 Beitragspunkte. Und dann holen wir uns noch den nächsten. Die kann man auch irgendwann später wieder zurückgeben, dann kriegt man seine Beitragspunkte zurück. Du brauchst aber 10 Zäune, um das am effektivsten zu machen. Wo wir schon mal bei Effektivität sind. Ich habe jetzt gleich 10 Zäune. Ihr könnt es auch mit 4 Zäunen starten, dann ist es aber ein bisschen aufwendiger. Was brauchst du noch? Du solltest nach Möglichkeit schon mal im Anbau Fachmann erreicht haben. Als Fachmann. Du kannst aber auch erstmal ganz einfach und entspannt starten. Und dich nicht alles Mögliche anbauen, nur um den Skill hochzubekommen. Das ist die eine Sache, aber Fachmann wäre perfekt, wenn du das erreicht hast. Und was benötigst du ebenfalls noch? Eine Bauernbekleidung. Hol dir eine Bauernbekleidung, das ist ganz wichtig, denn da bekommst du bei einer +3 Rüstung 20% mehr Anbau-EP. Und diese Anbau-EP, dadurch kriegst du halt einfach schneller ein bisschen was zurecht. Wie kriegt man Anbau-EP? Du musst einfach Unkraut entfernen an den Feldern, du musst es bewässern, gießen und ernten. Das ist ganz wichtig. Die Samen wirst du am Anfang noch nicht haben, die werden dir fehlen. Samen benötigst du natürlich ebenfalls. Diese Zäune, die wir uns da jetzt ausgeliehen haben, die haben 10 Felder. Ja, am Anfang beim Leveln ist es noch ein bisschen aufwendiger, später ist das ein Selbstläufer. Man kann im Grunde genommen einmal Samen eingeben und sich irgendeinen Samen holen. Idealerweise die blauen Samen. Die brauchen ein bisschen mehr Pflege und sind halt pflegebedürftiger dadurch und können auch die Produkte, die sind dann ein bisschen wertvoller. Die kannst du gut fürs Kochen benutzen oder du verkaufst sie halt am Zentralmarkt, um nochmal ein bisschen Kohle daraus zu ziehen. Ich selber habe das mit verschiedenen Samen gemacht. Das hängt immer davon ab, wie viel Aufwand du haben willst und wie viele Plätze du belegen möchtest. Wenn du viel Unkraut ernten willst, dann solltest du natürlich viele Plätze belegen. Möglichst mit Kartoffelsamen, dann brauchst du halt einen Platz dafür oder du holst dir wirklich wie jetzt beispielsweise Paprikasamen, Olivensamen, Sonnenblutsamen, Blumensamen, nicht Sonnenblut, das ist was anderes. Damit kannst du quasi die Felder befüllen. Ideal ist ein Anbauort, wo die Pflanzen schlecht wachsen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass du das hier sehr gut machen kannst. Hier in dem Bereich, hier unten. Einfach hier oder da, hier am Bauernhof, das geht auch. Da, wo freier Platz ist. Ja, musst du eine schön große Fläche suchen, die ganzen Felder aufstellen. Wie du ein Feld aufstellst, siehst du gleich, wenn wir bei meinen Feldern sind. Und da packst du die Samen in den Boden rein und machst immer wieder das Unkraut weg. Schädlingsbefall, das funktioniert wunderbar, dadurch kriegst du viele Erfahrungspunkte und nur so bekommst du auch richtig viele Erfahrungspunkte beim Feldanbau. Wenn du bei deinen Feldern angekommen bist oder bei dem Ort, wo du die Felder aufstellen möchtest, dann ist das eigentlich relativ simpel. Du gehst einfach an die freie Stelle, wo du hin willst, drückst I für dein Inventar, Rechtsklick auf den Zaun und dann siehst du jetzt hier ganz viele rote Teile und blaue Teile und dann selbst bei den roten funktioniert es, das immer noch so aufzustellen und dann kannst du sagen, okay, Leertaste, dann dauert das einen kleinen Moment, sie countet dann hoch
oder runter, wie auch immer, und dann hast du dein Feld dahingesetzt. Dasselbe machst du dann mit dem nächsten Feld auch, weil wir ja jetzt zwei geholt haben, oder du holst dir 10. Und die würde ich tatsächlich wirklich nebeneinander machen. Manchmal sagt er hier auch, geht nicht, weil da irgendwas dazwischen ist. Das ist aber nicht dramatisch, wenn da eine kleine Lücke dabei ist. Ist das nicht so schlimm. Das macht nachher kein, bricht dir keinen Zacken aus der Krone oder so. So, jetzt habe ich die Felder aufgestellt. Und in diese Felder drückst du einfach die R-Taste. Wenn du jetzt Samen dabei hast, kannst du die hier hin platzieren. Diese Linien sind nur ein grober Anhalt. Ja, die kannst du überall hin platzieren. Und hier oben sieht man 0 von 10, also da ist nichts platziert. Das heißt, da kann ich jetzt noch entweder 10 Samen mit die einen Platz wegnehmen, reinpacken, oder im Grunde genommen 5 Samen, die 2 wegnehmen würden, oder 2, die 5 Plätze wegnehmen würden. Wenn man jetzt, so wie ich, das Ganze gelevelt hat und immer schön Unkraut gejätet hat, wird man irgendwann einmal über Fachmann, also Fachmann 1 sein. Und mit Fachmann 1 kriegt man später magische Samen und baut auch nur noch magische Sachen an. Da drücke ich jetzt F5, ich ernte das nicht mit der R-Taste, sondern ich drücke F5 und loote hier mehrere Sachen. Mutierte Pflanzen, unreife Frucht, Pflanze mit Wurzeln, verfault, ungewöhnliche Frucht und zweimal Samen. Und das Ganze, die ernte ich jetzt einfach im Grunde genommen ab. Das kostet natürlich ein bisschen Energie und ganz wichtig, nicht vergessen die Bauernbekleidung anzulegen. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst verschwendest du Erfahrungspunkte, die dringend benötigt sind, weil das halt Ewigkeiten dauert, das zu leveln. Das Ganze einfach so abernten. Man kann nämlich manchmal mehrere Samen daraus ziehen und diese braucht man dann und kann die auch später verkaufen. Das ist ganz einfach eigentlich. So, das da jetzt habe ich sogar mal Glück, da kommt gleich ein Maulwurf raus, Waffe gezogen, und den Maulwurf muss ich jetzt hier umhauen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich einen Lebenskristall der wilden Bestie gekriegt. 2 Schwarzsteine Waffe, 2 Schwarzsteine Rüstung. Und dadurch, durch die Lebenskristalle, kriegst du nochmal ein bisschen extra Silber. Das war jetzt ein bisschen lucky hier gerade. Aber es ist ja nicht nur das, dass du eben halt diese mutierte Pflanzenreste bekommst. Deine Frucht, mehrfach eventuell sogar. Sondern du bekommst auch noch hier so ein paar kirschähnliche Früchte. Früchte der Sonne. Beim Weizen sind es Früchte der Sonne. Und damit kannst du dann Alchemie betreiben. So, wenn wir das jetzt hier gemacht haben, dann sind hier schon mal ein paar Felder wieder frei. Jetzt habe ich 6 freie Felder. Dann gehe ich im Grunde genommen einfach hier zu meinem einen Feld hin, drücke die Taste 1, setze das quasi hier ein bisschen im Kreis, das Ganze. Das mache ich jetzt bei 4 Feldern. Warum mache ich das so? Würde ich das jetzt düngen oder wässern, hätte ich einfach mit weniger Dünger mehr Effekt rausgezogen, ja. Das wirkt so ein bisschen wie so eine Fläche, muss man sich das vorstellen. So, jetzt machen wir mal den nächsten noch. Da muss man sich da so ein bisschen hinschnudeln. So, wenn ich jetzt hingehe, sehe ich, hier habe ich 2 drauf, da habe ich 2 drauf. Die verbrauchen 5 Plätze. Das heißt, ich kann immer nur 2 dahinsetzen. So, das Ganze passt. Wenn ich jetzt, es gibt ein paar Parameter, da kann ich mir nämlich Früchte anzeigen. Also die Infos von der Feldfrucht anzeigen. Wie funktioniert das? Die Temperatur liegt im idealen Bereich. Die Luftfeuchtigkeit ist auch ideal. Wenig Wasser, kein Dünger. Dünger verkürzt die Anbauzeit. Das heißt, es dauert 4 Stunden 36, bis das fertig ist. Die Gesundheit und die Feuchtigkeit und nötige Schritte, um das eben halt, das wirst du ja beim Unkraut entfernen oder Fäulnis wegmachen, schon kennengelernt haben. Das Symbol dafür. Dann kannst du halt nochmal ein paar EPs holen. Aber hier, dadurch, dass es die idealen Anbaubedingungen sind, wird es nicht großartig angefallen, und wenn es angefallen wird, werde ich das durch meine Arbeiter, die erledigen das für mich, die machen das automatisch wieder weg. So, das heißt, das habe ich jetzt fertig. Jetzt habe ich hier im Grunde genommen noch 2 Felder frei. Da kann ich das ganz einfach machen, da stelle ich die Früchte einfach in die Mitte. Hier bei dem auch. Einfach so gegenüber. Oder nee, den will ich nicht löschen. Nein. Achso, ich habe nur noch einen in der Tasche, daran liegt. Okay, dann müssen wir weitere Früchte abbauen. Dir ist schon aufgefallen, es gibt hier 114%. Das Ganze geht bis 200% hoch. Früher gab es mal einen Malus, den gibt es nicht mehr. Wenn das bei 200% erreicht hat, doppelte Anbauzeit, komplett ausgefüllt. Das ist nicht weiter schlimm. Mehr als 200% wird es nicht. Falls man mal länger AFK ist oder so und das Ganze gar nichts machen konnte, dann lässt man es halt einfach wachsen. Man muss es halt nur rechtzeitig abholen, bevor die Felder quasi verfallen und das dann verschwendet wird.
So, das Ganze, das ist auch jetzt wirklich akkurat am Stück aufgenommen, damit du siehst. Jetzt habe ich zum Beispiel R gedrückt, da habe ich mich verdrückt. Dadurch habe ich natürlich jetzt nur Weizen bekommen, den ich nicht brauche. Ich will nämlich immer mehr Früchte rauskriegen, als dass ich wieder aufbaue, damit ich die verkaufen kann. Die Früchte. Manchmal klappt das aber auch nicht. So. Je nachdem, das hat auch ein bisschen was mit dem Skill-Level zu tun, den ihr habt. So, und jetzt. Zack. Die zwei und die zwei, das passt. Ihr seht hier auch schon meine Arbeiter, die sind da kräftig am Werkeln. Und das waren die. Müssen wir die anderen noch hinsetzen. Na, zack, zack. Und dann befüllen wir die Felder mit diesen magischen Früchten. Genau in diesem Muster, wie ich das hier gerade mache. Dadurch sparen wir, wie gesagt, Dünger und ein bisschen Wasser. Muss man so ein bisschen hin und her schieben. Jetzt habe ich auch nur zwei über, aber 10 Felder bepflanzt. Und hier arbeiten jetzt überall Arbeiter. Bei diesen Feldern arbeiten keine Arbeiter. Das zeige ich euch jetzt auch. Da bringe ich mich aber erst einmal kurz wieder in eine sichere Position. Das können wir jetzt auch alleine lassen. Die Arbeiter, die machen das fertig. Die brauchen nur hin und wieder mal mit Bier versorgt werden. Dann stellt ihr da Riesenarbeiter hin mit 30 Energie. Dann sind die ewig beschäftigt, brauchen kaum Bier. Und das läuft alles fast von selbst. Die befreien das von Unkraut fertig aus dem Haus. Habt ihr keine Arbeiter da, müsst ihr selber das Unkraut entfernen. Da könnte man nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, falls man jetzt mal gar nicht das komplett AFK machen lassen möchte. Ja? Ihr habt hier ein Feldsymbol, Garten. Da könnt ihr einmal draufklicken und dann seht ihr hier auch mehrere Sachen. Einmal nämlich quasi, ob da ein Arbeiter dabei ist. Gelb bedeutet Arbeiter dabei. Dann könnt ihr hinklicken, wo das ist, dann wird die automatische Wegfindung aktiviert. Info, 6 Tage, 23 Stunden. Jedes Mal, wenn ihr was neu anpflanzt, wird das wieder resettet. Der Cooldown geht zurück. Magischer Weizen 1%, das dauert jetzt wie die 4 Stunden bummelig, 4,5 Stunden. Und das Ganze für alle Felder kann man dann einmal rum kontrollieren und sehen, alles klar, das passt. Arbeiter sind auch ganz einfach da einzusetzen, klickt ihr einfach aufs Arbeitersymbol. Nehmt ihr, jetzt habe ich hier nur Goblin-Arbeiter, die brauchen dann natürlich ein bisschen mehr. Intensive Pflege kann ich Arbeit beginnen sagen. Und bei ihm hier, der ist in Eriaport, der wird aber da nicht rankommen, aber der geht auch. Jetzt haben die alle Arbeiter. Und das lasse ich jetzt AFK laufen. Komplett AFK, da muss ich gar nichts machen. Und irgendwann nach ein paar Stunden ist es dann wieder fertig. Und ich kann es abernten. Mit F5 drücke ich dann und dann kriege ich die Sachen. Warum bringt das jetzt so viel Kohle? Zum einen mal, weil ich hier zum Schmied gehen kann und diese magischen Samen einfach verkaufen kann. Rechtsklick drauf und fertig, dann ist es weg. Das ist aber nicht nur die eine Sache, sondern wir haben ja auch noch diesen Lebenskristall gekriegt. Manchmal hat man diese Maulwürfe dabei. Oder aber man benutzt einfaches Kochen, nimmt sich hier seine Früchte raus, 2 Stück immer und 20 von jedem, also 20 Stück braucht man, für einmal Steinschweiffutter herstellen. Das kann 1 bis 3 Steinschweiffutter geben. Ist immer mal ein bisschen unterschiedlich, was man da bekommt. Dauert auch einen kleinen Moment. Jetzt habe ich einmal 1 bekommen. Und das Ganze bringt auch richtig Kohle. Das kostet nämlich 2,5 Millionen bummelig. Und dadurch kann man dann einen ordentlichen Reibach machen. Es ist sehr passives Silber. Ihr könnt dadurch ungefähr 1 Milliarde im Monat zusätzlich dazu bekommen, wenn ihr es regelmäßig macht. Je mehr ihr da unterwegs seid, umso mehr kriegt man da dann eben halt auch zusammen. Jetzt habe ich 3 Stück bekommen. Das war jetzt keine dicke Ausbeute. Ich habe manchmal auch, das hätten 9 Stück sein können. Das Ganze in den Zentralmarkt gepackt. Kann man ins Lager rein, verkaufen. Da unten ist das Steinschweiffutter. Kann man den anklicken, das will ich alles loswerden. Zack, und schon habe ich 6,3 Millionen mehr auf dem Konto. Diese Früchte, die sammeln sich halt automatisch extrem krass an. Ihr könnt euch auch die Früchte der Sonne verkaufen, das würde auch funktionieren. Das ist jetzt zum Beispiel hier bei mir mal ein bisschen länger angesammelt. Da habe ich 380 Stück. Würde ich jetzt sagen, will die alle mal verkaufen. Wo sind sie? Blind, wie ich gerade bin, dann würde ich 42 Millionen damit gemacht haben. Also dadurch kriegt ihr natürlich auch noch ein bisschen, da geht natürlich der Markt, die Steuer geht da ein bisschen von ab, lass 38 Millionen, 36 sein. Ist auf jeden Fall immer noch ordentlich was. Es gibt auch
nicht wirklich viele, die verkauft werden. Und auch gut, nur 33 Bestellungen, aber ihr werdet die auch auf jeden Fall los. Und so kann man dann mit dem Anbau quasi passiv sein Silber verdienen, indem man alle paar Stunden einmal dahin geht. Ich mache das morgens beim Aufstehen. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann mache ich kurz vor dem Livestream, mache ich nochmal, vielleicht mache ich den vorm zu Bett gehen, lasse eh AFK laufen, den ganzen Kram. Und habe dann dadurch mit den 10 Feldern ordentlich Gewinn-Output. 100 Beitragspunkte, das wären auch fast so die ersten 100 Beitragspunkte, die ich investieren würde. Mehr noch als die Posten freizuschalten, weil das bringt richtig Kohle. Das bringt richtig schnell auch brauchbare Ergebnisse. Mit ein bisschen immer mal dabei sein, bricht dir da auch nicht was zugange. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Guide. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns. Weser, Ende Gelände und dran gebleibt. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.